Also zunächst einmal, wie Sie schon ansprechen, ist das Marienheim ein Heim mit einem besonderen Auftrag. In diesem Heim wohnen und leben Menschen mit Demenzerkrankungen, also ausschließlich Menschen mit Demenzerkrankungen. Und die brauchen erstens einmal ein besonderes Umfeld und zweitens einmal auch besonderes Pflegepersonal, nämlich Fachkräfte in der Pflege, die die Weiterbildung haben in Gerontopsychiatrie, um einfach mit diesen Menschen arbeiten zu können. Und das war bis jetzt natürlich in Regensburg eines der größten Einrichtungen, die solche Menschen auch betreut hat. Und wir sehen uns momentan leider nicht mehr in der Lage, das weiterzuführen, weil uns genau diese Fachkräfte fehlen und wir sie am Arbeitsmarkt einfach auch nicht mehr bekommen. Wir haben lang mit uns gerungen, diese Entscheidung zu fällen. Wir haben alles versucht, alle Möglichkeiten auch ausgeschöpft. Aber am Ende müssen wir jetzt wirklich die Reißleine ziehen und auch die Verantwortung übernehmen, sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner, die da jetzt leben, als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verblieben sind. Ja gut, also die gute Nachricht ist natürlich, wir sind eine große GmbH mit 25 Altenheimen im ganzen Bistumsgebiet. Das heißt, alle Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie das möchten, können in einem unserer Häuser untergebracht werden. Die zwei nächstliegenden sind hier in Regensburg das Fritz-Gerlich-Haus, das Elisabethinum und ansonsten einfach ja, von Waldsassen bis Eckenfelden alle Möglichkeiten offen. Wobei wir damit rechnen, dass natürlich die Leute eher Regensburg nah untergebracht werden wollen. Dann gibt es eben die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem besonderen Bereich der schweren Demenzerkrankung, die auch richterlich untergebracht sind, also die einen richterlichen Beschluss haben. Und die müssen unter Bedingungen leben, wo das auch möglich ist, also auch unter den räumlichen Bedingungen. Und da haben wir unser nächstes Haus in Bruck in der Oberpfalz und da könnten die alle auch aufgenommen werden. Ja, zunächst einmal haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag mit der Wohnen- und Pflege GmbH, der Caritas. Das heißt, die werden natürlich nahtlos weiter beschäftigt, wenn sie bei uns bleiben wollen und bekommen ein Angebot, in anderen Häusern im umliegenden Bereich weiterzuarbeiten. In der Caritas, ja, auch wir kämpfen natürlich mit diesem Problem, aber wir sind selber Ausbilder. Wir haben drei große Schulen, wo Pflegefachkräfte ausgebildet werden. Hier in Regensburg den Pflegecampus im Krankenhaus St. Josef in Kooperation mit dem UKR, eine Fachschule in Sulzbach-Rosenberg und eine in Landshut. Und wir wollen auch selber dafür sorgen, dass wieder Menschen auf diesen Markt der Pflege kommen. Das tun wir auch. Aber es wird auch da zunehmend schwieriger. Also ich bin der festen Überzeugung, es muss zu einem gesellschaftlichen Thema werden. Es muss der Blick auf die Pflege sich ändern. Es muss bewusst werden, dass Pflege eine Säule ist, auf der die Gesellschaft auffußt und nicht einfach nur irgendein Berufszweig. Denn jeder von uns kann morgen in die Situation kommen, dass er Pflege braucht, egal welchen Alters oder sonstigen Rahmenbedingungen, das kann jedem passieren. Und das ist immer noch viel zu wenig bewusst. Und dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen, dass wir auch über neue Finanzierungsmodelle nachdenken müssen. Natürlich sagt man immer, das Geld ist nicht alles, aber es ist ein wichtiger Bestandteil. Und natürlich die Rahmenbedingungen. Dafür wollen wir uns politisch einsetzen, auch von der Caritas. Wir sind ein Verband mit großer Tariftreue. Also bei uns gibt es einen sehr guten Tarif, schon seit vielen Jahren. Wir spüren das auch, also die bei uns arbeiten, haben hohe Zufriedenheit, was das Thema angeht. Aber es ist natürlich viel kaputt gegangen. Sie haben es angesprochen, Corona, da wurden extreme Belastungen. Es waren extreme Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Manche konnten es einfach nicht mehr ertragen und haben den Beruf gewechselt. Dann gab es auch unsägliche Diskussionen über die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wenn ich daran erinnern darf. Das hat teilweise wirklich zu Kündigungswellen geführt, weil das bei vielen einfach nicht akzeptabel war. Und nachdem Corona so abgeebbt ist, ist dann auch wieder diese berufliche Diskussion abgeebbt. Und das finde ich sehr schade. Ich möchte bei der Gelegenheit auch an die Menschen erinnern, die seit Jahrzehnten in der Pflege arbeiten. Wir hatten erst vor 14 Tagen Ehrung von verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Heimen. Da waren Berufsbiografien dabei, wo Menschen über 40 Jahre in diesem Beruf waren. Also, und das sagt doch was. Das zeigt das, was ein junger Mann aus unserer Pflegefachschule in Landshut neulich gesagt hat. Der hat gesagt, das ist ein wunderschöner Beruf. Man muss zwar viel hineingeben, aber es kommt unglaublich viel zurück von den Leuten. Und ich finde, das ist eigentlich die Kernaussage. Das ist wirklich ein Beruf, wo es um den Menschen geht und wo man sich auch gegenseitig was gibt. Nicht nur die Pflegenden, denen die gepflegt werden, sondern auch umgekehrt kommt da sehr viel zurück.
Naja, und wir sind schon auch, oder ich sage das auch mit einem gewissen Stolz, wir haben 25 Heime, wie vorhin schon erwähnt. Und in der ganzen Diözese ist immer irgendwo eins in der Nähe, wo man sich auch ausbilden lassen kann.